Ich freue mich. Campino hat ja auch Band Aid Deutschland mitorganisiert. Das Ding ist in den letzten Tagen irgendwie mehr als nur ein Song geworden. Es wird irgendwie drüber diskutiert, ob privat oder in den Medien. Jeder gibt seinen Senf dazu. Jetzt auch Patrice, der mitgemacht hat. Und Patrice hat wenigstens im Gegensatz zu vielen anderen seine Kritik begründet. Die Frau ist leicht bekleidet und liegt da. Die hätten auch einen Mann nehmen können. Ich finde, eine Frau so darzustellen, verstößt gegen unsere größte moralische Klausel, die wir haben, nämlich die Menschenwürde. Und das sowas, das geht gar nicht. Ihm ging es da um das Intro vom Video zu Band Aid 30. Was geht dir dazu durch den Kopf? Das ist ein internationaler Vorspann, der läuft auch vor dem britischen Video. Das soll unterstützen, dass es eine gemeinsame Aktion ist. Ich glaube, dass wir damals in Europa und in den USA beim Vietnamkrieg sensibilisiert wurden durch die Bilder mit dem Napalm, die alle von uns noch in Erinnerung haben. Der Fotograf Salgado hat schreckliche Bilder über die Hungersnot in Äthiopien gemacht. Man kann darüber diskutieren, ob man die Situation zeigen soll, wie sie ist, oder ob wir diese Nation weiter schlafen lassen wollen. Ja? Und alle regen sich dann über das süße Weihnachtslied auf, wie kitschig. Und wieso steht der Schlagersänger neben dem Rocksänger, neben dem Popsänger? Warum machen sie das? Sie machen das nicht, weil sie ein Kindergeburtstag sind, sondern weil da eine Katastrophe vor sich hin wütet, die bekämpft werden muss. Und genau um diese Szene geht es. Es ist nicht schön, es ist ekelhaft, es ist grauenhaft zu sehen, wie diese Frau aus ihrem Haus getragen wird mit Leuten mit Schutzanzügen. Das ist aber das, worum es bei Ebola geht. Und das ist der Grund, warum die Band sich da gefunden hat. Und ich fände es einfach toll, wenn wir aufhören würden, über Befindlichkeiten in dieser Form zu reden, was hier vor Ort ist, sondern es müsste eigentlich viel mehr darum gehen, um Ebola. Warum werden die Gelder gebraucht? Wie viel fehlt eigentlich? Was bedeutet das, wenn ein Arzt für 100.000 Menschen zuständig ist? Können wir uns das vorstellen, diese Relation? Überhaupt nicht. Darum geht es, deshalb versuchen wir Geld zu sammeln, deshalb versuchen wir die entscheidenden Organisationen vor Ort damit zu stützen. Und ich kann an diesem Kampf und an diesem Einsatz überhaupt nichts Verwerfliches finden. Wenn man so tief in diesem Projekt drinsteckt wie du und sich so engagiert, macht man sich da während der Aufnahmen des Songs überhaupt Gedanken, ob irgendjemand das kritisieren könnte? Oder denkt man sich, Alter, das ist eine gute Aktion? Ich wusste von Anfang an, dass das eine ungemütliche Geschichte wird. Das ist eine zynische Geisteshaltung, gerade in Benefits und Charity so anzugreifen. Das ist nicht cool, das ist peinlich und fühlt sich irgendwo schleimig an. Und jeden einzelnen Musiker, den ich angerufen habe, die wussten das auch alle. Da ist niemand, der sich selber da in den Vordergrund bringen will, sondern die haben gesagt, all die 30 Leute haben gesagt, ja okay, wir stellen uns mit dir in den Regen. Wie heftig das wird, weiß man vorher nicht, aber es würde nichts an meinem Entschluss ändern. Du kannst dich entscheiden, entweder du machst was, machst bei der Aktion, wo es in Rennen und um die Uhr geht, machst du sicherlich auch Fehler, aber du kommst abends nach Hause und sagst, ich habe es versucht. Und alle anderen, die einfach nur ihre Füße auf den Tisch legen und sich drüber kaputt lachen oder das verhöhnen, it's not my cup of tea. Da habe ich nichts mit zu tun. Man merkt auch die Art und Weise, wie du redest. Die Diskussion aus den letzten Tagen geht ja ziemlich auf die Nüsse, würde ich jetzt mal sagen. Denkst du, ich bin ein Roboter oder was? Nee, natürlich nicht. Aber ich bin todtraurig, dass diese ganze Diskussion zu einem Personality-Bashing geworden ist von Geld auf und mir. Vielleicht, ich mache das gerne. Von mir aus stelle ich mich hier nackt auf den Domplatz und lass mich da beschimpfen und beschmeißen. Aber da wird gefälligst gezahlt für Afrika. Dann könnt ihr mich alle haben. Aber so ist es einfach Blödsinn. Ja? Und wir sollten irgendwo zurückkommen und den Gedanken der Aktion verstehen. Und es geht auch verdammt nochmal nicht um die Qualität des Liedes. Das Lied ist ein Ritual. In England zum vierten Mal aufgenommen worden. Ja. Und es spielt Millionen da drüben ein. Weil du mehrfach jetzt den Begriff Geld reingebracht hast. Weißt du, wohin das Geld geht ganz genau? Ja, pass auf. Das Geld von Deutschland, da können wir uns vielleicht einen Schutzanzug von kaufen. Und ich sag dir, in welchem Dorf dieser Schutzanzug benutzt werden wird, wenn du so weiter so dusselig fragst. Nee, ich frage ja nur, ob du... Das Geld... Was der Aid Trust bisher verwandt hat, ist millimetergenau in den letzten 20 Jahren auf Papieren. Das kannst du alles sehen. Das Geld, wo es hingehen wird in den Ebola-Gebieten, das kannst du dann verteilen, wenn du weißt, um wie viel es geht. Das muss auch jedem normalen Stuffskopf irgendwie klar sein. Wenn ich nur 100 Mark habe, 100 Euro, dann werde ich die 100 Euro sinnvoll verteilen. Falls eine Million zustande kommt, dann wird das Geld wahrscheinlich woanders hingehen. Deshalb kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen, in welchem Dorf das Geld benutzt werden muss. Okay, ich wollte dich auch gar nicht kritisieren. Okay. Ich wollte einfach nur wissen, ob man da irgendwie weiß, wie die Wege sind. Ich werde dafür Sorgen tragen, dass jeder Penny, der von uns da reingeht, genau nachvollzogen werden kann. Also ist doch ganz so dusselig ist der das nur doch nicht. Das kann selbst ich bestätigen. Wir hören mal rein jetzt in den Song, um den wir die ganze Zeit reden. Mal rein, spielt's gefälligst aus. Ja, warten wir vor. Keine Angst.